Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe hier bei Elomotors TV. Heute spannender Inhalt. Wir reden mal über die Ladeverluste bzw. über den richtigen Verbrauch dieses Autos. Da gibt es verschiedene Aspekte und ich erzähle euch heute mal, was es für einen Unterschied macht, an so einem Supercharger zu laden, was ich gleich für euch tue. Ich bin gerade angekommen und stecke ihn dann an. Und wir schauen mal, was der dann für einen Ladeverlust hat. Wir erzählen darüber, wie man dann zu Hause lädt und natürlich, was die realen Kosten sind, weil die werden ja manchmal vergessen. Und auch hier auf dem Kanal geht es mir ja viel um die Langstreckenfahrten und das klären wir heute auf. Und dann gibt es noch spannende News zum Model Y und wir reden über die Produktionseinstellung in Berlin aufgrund, ja, das erfahrt ihr hier auf dem Kanal. Wir machen hier die Mischung, technische Analysen aus Erfahrung des Elektrofahrens. Ich mache das seit 2016 und hier seid ihr genau richtig. Wenn euch das gefällt und nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal, ja, und am besten natürlich die Glocke anmachen, dass ihr nichts mehr verpasst und natürlich, wenn es euch gefallen hat, ein Like hinterlassen. Nicht vergessen, das hilft mir und wir sehen uns dann jeden Tag hier. Und jetzt geht's aber rein, ich schließe ihn an und dann unterhalten wir uns mal über die echten Kosten von so einem Elektroauto. Ja, also ich nehme jetzt hier das Ladekabel. Ich habe ihn ja gestern früh geladen. Jetzt connectet er und jetzt gehen wir nach innen, denn hier ist ganz schön kalt. Ab geht's. And up here the flight deck for you. Ja, in der heutigen Ausgabe von Elomotors TV geht es um das wichtigste Thema, was man so als Elektrofahrer ständig am Stammtisch zu besprechen hat, und zwar um den Verbrauch. Das ist nämlich ganz entscheidend, erstens für die Reichweite von so einem Auto und zweitens für die Kosten. Und dass die Anzeige in diesen Autos hier, wir gucken uns das gleich mal an, nicht immer mit dem übereinstimmt, was auf der Rechnung dann erscheint, das klären wir heute auf. Das wird also ganz wichtig und das in aller Prägnanz und Kürze. Wenn ihr das etwas ausführlicher erklärt haben wollt, dann guckt gerne mal bei meinem Bekannten, dem Jens, vorbei auf seinem Kanal Move Electric. Der hat da ein super Video zu gemacht, um Ladeverluste zu beschreiben, die nämlich dafür verantwortlich sind, dass die Kosten höher sind als das, was man in manchen Bordcomputern zu lesen bekommt. Auch ich auf meinen Langstreckenfahrten, ich lese ja hier ab und Verbrauch und nutze den, um zu ermitteln, wie weit ich komme. Dass das aber noch nicht alle Kosten sind, das ist selbstverständlich und das besprechen wir gleich. Und am Ende der Sendung gibt es noch die News zum Model Y, was ich da jetzt wieder rausbekommen habe. Und dann in einer der nächsten Sendungen, also übernächste oder nächste, geht es um die komplette Ausstattungsliste aller neuen Features des Model Y. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren und eine Glocke hinzuhinterlassen, dass ihr nichts verpasst. So, jetzt geht es aber ums Thema Ladeverluste. Ein Auto muss natürlich, um den Strom in die Batterie zu bekommen, geladen werden. Ihr könnt euch vorstellen, dass der das macht, also sprich das Ladegerät, braucht dafür Energie. Und diese Energie ist Teil des Ladeverlusts. Und je nachdem, wie lange diese Leitung ist, die da hinkommt und wie dick die ist, sind da mehr oder weniger Verluste. Das ist bei allem so. Das ist auch bei Musikhören so. Wenn die Lautsprecherkabel nicht richtig dimensioniert sind, gibt es da auch Klangverluste. Und so ist es hier auch. Das heißt, je nachdem, wo ihr ladet, habt ihr unterschiedliche Verluste. Und das kann man so Pi mal Daumen, das ist auch je nach Auto anders, denn einmal kommt es darauf an, was hier diese Ladesäule verbraucht, und zwar hier hinter der Supercharger, was der da für einen Verlust hat, und natürlich auch das Ladegerät, was hier im Auto ist. Und das hat natürlich je nachdem, was für ein Hersteller es ist, unterschiedliche Auswirkungen und unterschiedliche Verbräuche. Das könnt ihr aber beim Jens sehen, der hat das ganz genau aufgefrieselt, welches Auto, Cinquecento, Zoe, Tesla, ID3, die haben dann unterschiedliche Verluste, je nachdem wie ihr lädt. Es gibt grundsätzlich auch für euch Verbrennerfahrer, die umsteigen wollen, drei verschiedene Möglichkeiten zu laden. Das eine ist an einem Schnelllader, das ist so wie hier das Tesla-Netz oder Ionity, da geht der Strom schon in Gleichstrom in das Auto rein und wird dann über das Onboard-Ladesystem in die Batterie gespeist. Das hat den Vorteil, dass es sehr schnell geht, hat aber den Nachteil, mit sehr hoher Leistung wird geladen. Hier mit maximal 250 Kilowatt Leistung wird natürlich über dicke Kabel hier reingepowert. Da hat man in der Vergangenheit immer gesagt, das gibt, ja, das schadet der Batterie und das soll man nicht so oft machen. Das hat sich mittlerweile auch geklärt, dass das gar nicht so einen Unterschied macht. Das heißt, nach einer 500.000 Kilometer, was einige Teslas schon haben, sind die Batterien immer noch so bei 85% vom originalen Wert. Und das ist für eine Lithium-Ionen-Batterie ein ganz normales Verhalten.
Eine halbe Million Kilometer. Ihr könnt ja mal gucken, wer einen Verbrenner hat, der so viel gelaufen hat. Und auch wenn jetzt so ein Alterungsprozess entsteht, dann hat auch ein Verbrenner nicht mehr die 100% Effizienz, die er vorhatte. Denn natürlich die Ventile alles verschleißt und dann verbraucht er auch nicht mehr die 7 Liter, sondern die 7,2, 7,3, 7,4. So ist es hier auch. Das heißt, hier ist die Batterie-Ladekapazität, die dann übrig bleibt, nicht mehr ganz so hoch. Das heißt, gefühlt hat er natürlich nicht mehr die Reichweite, was bei einem Verbrenner, wo der Tank gleich bleibt, ein höherer Verbrauch ist. Aber das soll nicht zu sehr ablenken. Also die Parallele ist die gleiche. Man hat im Laufe der Zeit eine Degradierung, aber es kommt nicht mehr so drauf an, wie man lädt. Das ist der entscheidende Vorteil. So, das heißt, ob ich jetzt hier lade oder zu Hause. Und zu Hause gibt es zwei Möglichkeiten. Oder an Ladesäulen, die nicht so schnell laden. Eine sogenannte Wallbox, die zeige ich euch auch mal. Die seht ihr hier. Diese Wallbox, die lädt nicht ganz so schnell. Und vor allen Dingen, da kommt Wechselstrom ins Auto rein und der Onboard-Lader hier im System, der dreht das Ganze dann auf Gleichstrom und füttert es in die Batterie. Dabei entstehen auch Verluste, weil dieses Ladegerät hier im Auto hat natürlich jetzt zusätzliche Arbeit und verbraucht mehr, weil er wechseln muss. Und das andere ist natürlich, er muss das alles steuern und das lässt er sich natürlich auch bezahlen mit Strom. Und natürlich kommt es jetzt darauf an, wie gut hat euer Elektriker das bei euch verlegt. Das heißt, wie lang ist die Leitung, wie ist das dimensioniert. Und die ganz einfachste Lösung, wenn man keine Wallbox hat, ist die dritte Lösung. Das ist nämlich der ganz normale Steckdosenstecker, wo mit 220 Volt geladen wird. Die sogenannte Schutzkontaktsteckdose Schuko. Und dieser Schuko-Stecker, der lädt allerdings so langsam, dass das Auto auch wiederum mit Wechselstrom hier reinkommt, gewechselt werden muss. Das heißt Ladeverlust oder Verbrauch durch das Onboard-Ladegerät. Aber natürlich dauert das ewig. Und wenn was ewig dauert und über kleinere Kabel geht, dann ist natürlich auch der Ladeverlust durch die Kabel und durch das lange, lange Laden, weil natürlich dieser Stecker bzw. das Ladegerät hier die ganze Zeit laufen muss. Das heißt, ob ich in einer Stunde lade, in 5 Stunden oder in 20 Stunden, macht natürlich, kostet Geld. Ja, genauso wie wenn das jemand machen müsste. Und das ist ein Unterschied. Und ich habe euch hier mal eine Tabelle zusammengefügt, wo man das ganz gut sehen kann. Und dann könnt ihr euch das selber mal ausrechnen. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause für 30 Cent laden könnt, netto, das heißt ohne Verluste, an der Wallbox natürlich auch 30 Cent und aber hier am Supercharger, sage ich mal, für 50 Cent. Und da könnt ihr euch das mal angucken. Also, für den Schutzkontaktladen, das ist das günstigste. Da ist nämlich das Kabel schon dabei, 30 Cent. Und da geht man davon aus, je nach Auto, bis zu 15% Ladeverlust, wenn das vernünftig gemacht ist. Wenn das aber eine lange Leitung hat und vielleicht ein älteres Stromnetz daheim, dann ist es auch ein bisschen mehr, 20-25%. Und gehen wir mal davon aus, es ist richtig schlecht, dann nehmen wir mal 30%. Das könnt ihr aber anpassen. Und ihr könnt es auch relativ schnell rausfinden, denn über die Tesla-App, die zeige ich euch hier mal, da sieht man nämlich, wie viel man geladen hat und dann kann man das ins Verhältnis setzen mit dem, was das Auto denn dir anzeigt, was es verbraucht hat. Das zeige ich euch dann auch mal. Mein Auto hier zum Beispiel, da könnt ihr mal drauf gucken, hat jetzt 4000 Kilometer gelaufen und hat dafür 744 Kilowattstunden verbraucht. Das hat der Wagen intern verbraucht. Ist ein Durchschnitt von 18,6. Wie viel ich jetzt aber wirklich nachladen müssen, wie viel jetzt hier der Supercharger mehr verbraucht hat und wie viel mir daheim das Stromnetz, mein Zähler mir anzeigt, das hängt jetzt mit diesen Verlusten zusammen. Und da kann man pauschal Folgendes sagen, da schauen wir uns nochmal auf der Tabelle an. Man kann sagen, dass man zu Hause 15%, wenn es gut gemacht ist, Ladeverlust hat, wenn man über Schuko lädt und über eine Wallbox nur die Hälfte, ungefähr 7,5%. Und wenn ich hier im Supercharger bin, dann macht er das so schnell, dann kann man ungefähr sagen 5%. Das heißt 5%, wenn ich jetzt hier, sage ich mal, 100 Kilowattstunden laden würde in eine große Batterie, dann hätte er 5 Kilowattstunden mehr gebraucht, um das Auto vollzuladen. Das heißt, der Supercharger würde mir dann 105 Kilowattstunden berechnen. Das heißt, wenn es 50 Cent kostet, wird mich das Laden hier 2,50 Euro kosten. Da würde man jetzt natürlich sagen, mein Gott, das ist ja völliger Blödsinn, völlig ineffizient. Aber überlegt mal, wenn ihr zur Tankstelle fahrt, um da Benzin zu tanken, dann müsst ihr da hinfahren. Und wenn ihr das im Monat mehrmals macht oder auch nur einmal, fahrt ihr dahin. Und wenn ihr nah seid, sind es 5 Kilometer, hin und zurück sind 10 Kilometer, ist ein Zehntel von dem, was ihr verbraucht. 7 Liter Verbrauch, 1,80 Euro.
sagen wir mal 12 Euro, 10 Kilometer, schon mal 1,20 Euro alleine fürs Hin- und Zurückfahren. Und jetzt kommt noch dazu, dass ihr da extra hingefahren seid und mal mindestens 20 Minuten hinfahrt, zurückfahrt und das Ganze macht. Also das heißt, 7 Minuten hinfahren, 7 Minuten zurückfahren, 14 Minuten, 6 Minuten tanken, 20 Minuten. Bei einem Mindestlohn von, sag ich mal, 12 Euro sind 20 Minuten ungefähr 4 Euro. Das heißt, ihr habt alleine 4 Euro Kosten an eurer Zeit. Ihr habt die 1,20 Euro verbraucht fürs Herfahren, also seid ihr auch bei 5 Euro. Also, wenn ihr das zu Hause lädt, könnt ihr weiter Kaffee trinken und das Auto lädt und da ist der Ladeverlust eigentlich amortisiert. So, mit dieser Tabelle können wir jetzt mal ausrechnen, wie viel denn so eine Netto-Preistabelle sich auswirkt. Also Schuko 30 Cent geladen wäre bei einer schlechten, bei einer Normalleistung 34,5 Cent, wenn da 15% Ladeverlust ist. Wenn die Leitung richtig schlecht ist, dann kostet euch das 39 Cent. Und wenn ihr über ein Wallbox laden würdet, dann hätte die 30 Cent Kilowattstunde brutto würde dann 32,5 Cent kosten. Und wenn ihr natürlich eine schlechte Leitung habt, das gibt es nämlich auch, dann ist der Ladeverlust in den Leitungen so hoch, dann kann man da auch mal 20% verlieren und dann kostet das 36 Cent. Und beim Supercharger, da ist immer eine gute Leitung, wenn das hier von Tesla vernünftig verlegt ist. Und da haben wir 5% Ladeverlustung. Das heißt, die 50 Cent Kilowattstunde kostet euch 52,5 Cent. So, damit ist eigentlich alles gesagt. Damit kann man ausrechnen, was man so für Verluste hat. Beziehungsweise was für Kosten entstehen. Und das ist dann transparent. Wenn ich jetzt aber in dem eigentlichen Profil, was ich oft bewerte für euch, das ist ja, wie weit komme ich? Wenn ich jetzt also eine 100 Kilowattstunden Batterie habe, die netto 100 Kilowattstunden hat und der Verbrauch bei 20 Kilowattstunden ist, dann rechne ich damit, dass ich 500 Kilowatt komme. Und dieser Verbrauch, der mir hier der Tesla anzeigt, dieses hier, das hier, aktuelle Fahrt, das hier, seit der Ladung, dieser Durchschnitt hier, 18,6, das beinhaltet alles, was das Auto braucht während der Fahrt. Sobald der Ganghebel aus Parken ist, wird die Heizung, wird alles mitberechnet. Was aber hier nicht angezeigt ist, was es gekostet hat, den vollzuladen. Das heißt, wenn ich hier mit 0 ankomme und ich lade 100 Kilowattstunden rein, dann zeigt er mir hier auf der Ladeanzeige, hier unten, der Preis 46 Kilowattstunden, Kosten der Sitzung, Energie für die Sitzung. Gut, ich lade jetzt gerade umsonst aufgrund meiner noch vorhandenen Supercharger-Meilen, aber wenn ich jetzt bezahlen müsste, dann würde jetzt hier genau das zeigen, was da das Gerät braucht. Also dann würde er 105 Kilowattstunden abrechnen, aber hier oben würde er natürlich nur 100% zeigen. Und man muss natürlich wissen, wie groß ist die Batterie. Das heißt, wenn die Batterie 100 Kilowattstunden netto wäre, dann wäre sie brutto etwas größer. Das heißt, der Akku hat an sich immer eine Reserve, die nicht zum Ausfahren benutzt werden kann, diese Reserve. Und hier in diesem Auto ist die Batterie brutto 60 Kilowattstunden im Kleinen und netto irgendwas um die 55 nutzbar. Das heißt, wenn ich meine Reichweite berechnen will, dann interessiert mich nicht das, was mein Verbrauch war, dass es durchschnittlich viel mehr waren als die 18,6, sondern dann will ich genau den Wert haben, der mir berechnet, was ich auf dieser Fahrt hier verbrauche. Wenn ich aber natürlich zwischendurch anhalte, in P gehe und dann hier 10 Minuten warte, bis irgendwelche Passagiere einsteigen und ich hier Radio anhab, wenn ich hier die vorheize oder im Warmen sitzen will, dann geht natürlich da Leistung verloren und die Batterie wird immer weniger voll und entleert sich und dann geht es weiter. Und ganz zum Schluss komme ich dann doch nicht meine 300, 400 Kilometer weit, sondern vielleicht nur 280, weil ich 20 Kilometer weniger Reichweite habe. Woher kommt das? Aufgrund des in P-Stellung gebrauchten Stroms. So, also das ist hoffentlich klar. Wenn ihr das nochmal mit den Details über die Ladeverluste habt, guckt mal bei Move Electric vorbei. Schönen Gruß an dich, Jens. Da habt ihr das genau erklärt, woran das liegt in den Details. Mit meiner Tabelle blende ich euch auch nochmal ein. Da könnt ihr, beziehungsweise haltet dann einfach an, da könnt ihr euch einen Excel-Sheet machen und das entsprechend dann für euch ausrechnen. So kann es aber sein, dass wenn man jetzt 10.000 Kilometer gefahren ist, einen Verbrauch von 20 Kilowattstunden durchschnittlich hat, dann aber trotzdem nicht die, sagen wir mal, die 20.000 Kilowattstunden oder 2.000 Kilowattstunden, sondern auf einmal auf eurer Rechnung, da steht, statt 20.000 Kilowattstunden habe ich 24.000 Kilowattstunden verbraucht, dann habt ihr 20% Verluste da drin. Und die können dadurch kommen, dass ihr natürlich zu Hause nicht so effizient geladen habt oder vielleicht sogar ein Problem mit euren Leitungen habt. Das schaut euch an. Wenn man jetzt aber sagt, ich habe 20% Verluste, ich kann aber für 20 Cent die Kilowattstunden laden,
dann hilft euch das, was ich euch gezeigt habe. Ihr sagt, okay, 20% Verlust, 1,2 mal die 20 Cent. Das heißt, ihr ladet mit 24 Cent die Kilowattstunde. Und das ist dann immer noch günstiger, als irgendwo anders hinzufahren. Das heißt, Lesson learned, Brutto-Netto-Preise hier bei Langstreckenfahrten interessiert mich der Verbrauch. Das heißt, wie weit komme ich mit dem, was in der Batterie ist und nicht, was hat es mich gekostet, die vollzuladen. Das ist also der Tenor der Stunde. Wenn ihr das soweit habt oder wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann gehen wir das Ganze noch ein bisschen ausführlicher an. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend, um zu verstehen, dass die angezeigten Werte, die stimmen super, um eine Reichweite zu errechnen. Und das ist das, was ich während der Fahrt brauche. Aber wenn ich in meiner Tesla-App gucke und sage, oder was steht auf meinem Zähler zu Hause? Ich sage, mein Gott, das Auto zeigt mir 186 oder 744 Kilowattstunden verbraucht, aber ich habe eine Abrechnung von 800 Kilowattstunden. Ah, dann heißt das nämlich, dass das Stromnetz zu Hause natürlich Ladeverluste hat. Und das wäre dann sogar ein richtiger, realistischer Wert, denn das sind weniger als 10% Ladeverlust. Das Auto hat aber nur 744 Kilowattstunden verbraucht. Aber ihr habt natürlich mehr Aufwand und mehr Kosten gehabt, als in der Batterie dann angekommen sind. So viel dazu. So, nächstes Thema. Jetzt reden wir noch kurz über das Model Y. Das Model Y habe ich über den Artikel hier, schaut mal rein, kommt in den nächsten Monaten. In Shanghai und gerade in China ist jetzt bald Chinese New Year. Ich habe da ja 6 Jahre gelebt. Also das ist ganz klar, da gibt es 2 Wochen Pause. Da werden auch die Schichten runtergefahren. Und da werden jetzt alle Werkzeuge umgebaut. Ich gehe schwer davon aus, dass ab dem März, dass dann das neue Model Y Juniper anläuft. Tesla gibt Gas. Und Tesla will die besten Autos verkaufen. Und das tun sie. Das Model Y ist jetzt schon das beliebteste Auto. Aber wenn ihr euch anschaut, es geht nicht so richtig weiter. Warum? Weil wir Kunden natürlich clever sind. Wir wollen natürlich das Neueste. Und jeder Model Y-Fahrer, der hier schon mal reingeguckt hat, der ärgert sich jetzt schon, dass er noch im Model Y sitzt. Der wartet aufs Juniper. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ab März in China die Model Ys produziert werden, ab April auf dem Dampfer sind und im Mai, Juni bei uns sind. Das ist so. Ziemlich sicher. So, das sind also die News. Und in der nächsten Sendung, deswegen Abo nicht verpassen und Glocke an, im nächsten Sendung, da reden wir über alle Details. Ich habe die komplette Liste, was alles sich ändern wird zum jetzigen. Das ist also spannend. Und dann reden wir in einer nächsten Sendung auch noch über BMW, was mich super freut. Da gibt es nämlich auch große News aus München. Und noch eine Ankündigung. Heute Abend bin ich bei Ferrari in München auf einer super Veranstaltung. Und da reden wir mal über Ferrari und die Elektromobilität mit dem Geschäftsführer und natürlich mit dem Verkaufsleiter. Und dann sehen wir mal und vielleicht fahren wir bald elektrisch getriebene Ferraris für euch hier auf dem Kanal. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abo nicht vergessen. Bleibt gesund. Und das Thema, warum ist die Aktie heute so ein bisschen am Bewegen und was ist in Grünheide los? Warum wird die Produktion eingestellt? Ja, die internationale Politik hat natürlich ihre Auswirkungen. Ihr könnt euch vorstellen, die Schiffe kommen aus Shanghai und wo fahren die durch? Durch den Kanal da unten, Suezkanal, am Roten Meer. Und was ist da passiert gestern? Amerikaner und die Briten bekämpfen da die Rebellen, weil die Rebellen die Schiffe beschießen. Das hat also riesen Konsequenzen und das ist natürlich super unsafe, wenn die Schiffe da durchfahren. Und deswegen kommen die Teile nicht an und deswegen gibt es gerade so ein bisschen an der Börse hoch und runter. Hier auf dem Kanal reden wir über alles. Aus Erfahrung Tesla fahren, aus Erfahrung Elektromobilität, die Tesla-Mission unterstützen und euch dazu zu bringen, hier umweltbewusst zu fahren und natürlich im besten Auto. Preis-leistungsmäßig zeigt mir ein besseres Auto, aber wir werden auch bald i5 fahren, i4 fahren und BMW liegt mir sowieso am Herzen. Porsche natürlich auch. Habe ich alles und bin ich auch gefahren und mich freut es jetzt, wenn ich richtig Gas geben. Darüber reden wir auch beim nächsten Mal dann. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal hier bei Elon Motors TV. Servus.